am liebsten von der Nachtschicht, wenn es ruhig ist. Du bist für dich alleine, du kannst das machen, was du willst. Du musst nicht irgendwie Angst haben, dass nur jemand kommt und sagt, hey, das musst du noch machen, sondern du weißt genau, du hast deine Arbeiten. Und die machst du gut und das ist das Schöne daran. Auf den Job gekommen bin ich per Zufall eigentlich. Ich musste unbedingt eine Schnupperlehre machen vom 10. Schuljahr aus. Und habe dann gefunden, ich gehe zum Kollegen Brauerei ins Lager. Wird sicher gemütlich. Und dann war ich im Lager und 3 Tage der Produktion am mithelfen. Und es hat mir so gut gefallen in der Produktion, dass ich die 2. Schnupperlehre gemacht habe. Und nach dem Bewerbungsschicken hatte ich dann eigentlich die Stille gehabt. Ich habe halt weniger Kraft wie ein Mann. Und in meinem Lehrbetrieb brauchst du noch eher Handkraft oder hast eher Handkraft gebraucht. Und bin ich halt schon mal als Prinzessin betitelt worden. Oder? Aber Handkraft im Ausgang, wenn du dann irgendwie jemanden kennenlernst und dann sagst, dass ich Spierbrauerin, dann leuchtet natürlich jeder Mann seine Augen. Dann bin ich hauptsächlich dafür da, den Prozess zu überwachen. Das ganze Sudhaus hier macht gewisse Arbeiten im Lagerkeller, wie Schlauchen und Reinigungen laufen lassen. Das ist es eigentlich. Lager-Gärkeller schaue ich ein bisschen und hauptsächlich aber Sudhaus halt Qualität überprüfen, Proben nehmen, Zuckergehalt messen und das ganze Zeugs. Als Brauerin schaut man halt mehr auf die Qualität. Wenn ich ein Bier trinke im Ausgang und ich genau weiss, wie es schmecken sollte und es nicht gleich schmeckt, fällt mir das halt eher auf wieder an einem anderen. Das Lieblingsbier habe ich eigentlich keins. Ich habe also das Bier, das ich den ganzen Abend trinken kann. Und sonst habe ich halt einfach gerne die Vielfalt. Ich habe gerne mal ein dunkles zum Dessert oder zum Grillieren ein normales Lager. Oder dann mal wieder ein Amberbier oder etwas Spezielles. Etwas, das du nicht überall bekommst. Die Schattenseite der Nachtschicht ist halt, du bist halt alleine. Du kannst mit niemandem reden. Und für mich am Anfang war das Schlimmste, am Abend um 10 Uhr, 11 Uhr, wenn der Freund angerufen hat und gesagt hat, er ging jetzt ins Bett. Und dann hast du niemand mehr gehabt, um auch zu schreiben oder so. Sondern du bist einfach alleine, dein ganzes Umfeld schläft und du bist noch wach und schaffst. Aber mit der Zeit, man gewöhnt sich daran. Manchmal ist es noch schön friedlich. Und du siehst den Sonnenuntergang im Sommer, du siehst den Sonnenaufgang am Morgen. Und dann ist es schon wirklich etwas Schönes. Ich weiss noch nicht, was die Zukunft bringt. Was ich sicher noch will, ist der Biersommelier. In der Schweiz ist es manchmal schwierig, eine Weiterbildung zu finden. Jetzt auf dem brauerspezifischen Beruf. Es geht mehr in die Richtung Lebensmitteltechnologie. Und ich habe eigentlich mein Herz am Bier verloren. Und darum glaube ich nicht, dass ich in der Jockeyfabrik arbeiten kann.